So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ramses ist der Dicke, wieder mit dem Undertaker Pullover am Start. Und heute ist ein ganz besonderer Tag. Heute ist nämlich der 6. Dezember. Das heißt, heute ist Nikolaustag. Normalerweise wollte ich mich ja verkleiden, wollte mir wenigstens eine Weihnachtsmütze aufsetzen. Hab mir irgendwann mal so ein Kostüm gekauft mit einem Bart und einer Weihnachtsmütze. Hab da irgendwann auch mal die die Raider Mittwoch Folge so gemacht. Und das 24. Türchen vom Adventskalender. Irgendwo weiß ich nicht, wo das ist. Keine Ahnung, ich habe jetzt nichts da. Ich muss das jetzt auch hier heute aufnehmen. Guck mal da hin. Nein, guck nicht hin, was der da macht. Egal. Muss jetzt leider ohne gehen. Eigentlich möchten wir jetzt hier in Adi sein 6. Türchen öffnen und gucken, was er da drin hat. Auch wenn er gerade beschäftigt ist, haben wir hier natürlich wieder den Adi Adventskalender. Suchen uns heute das Türchen Nummer 6. Das Türchen Nummer 6 ist hier. Er hat ja das andere, manches ist auf, manches hat er kaputt gemacht. Türchen Nummer 6 ist das hier. Und Adi, ich habe gesagt, irgendwann kommt ein Türchen, wo nichts mehr drin ist, weil du schon mal eins geöffnet hast und eine Tüte rausgezerrt. Das nicht. Das heißt, am Nikolaustag wird der Adi trotzdem beschert. Wir schmeißen uns das jetzt hier hinter. Machen Adi sein Tütchen auf, ja? Am 6. Dezember. Ich bin mal gespannt, was heute für ein Bier im Bier-Adventskalender ist, ob das auch ein richtig besonderes ist. Bisher war nur ein Bier dabei, das wirklich irgendwie einen Weihnachtsbezug hatte. Und zwar dieses Husarenbier, wo der Philipp Bohne drauf war. Das sah richtig genial aus. Und schmeckt's? Ich glaube, der Adi hat nicht mehr so viel Hunger. Ich habe nämlich vorhin eben schon das Türchen Nummer 5 geöffnet. Ich musste das vorproduzieren, da hat er schon gefressen. Dann habe ich Sabrinas Paket ausgepackt. Da hat er da von der Box gefressen. Jetzt hatte ich ein Türchen Nummer 6. Muss schon wieder fressen. Also ich glaube, der Adi hat irgendwann gar keinen Hunger mehr. Ich werde ihm den Rest jetzt trotzdem hier in sein Fach geben, dass er das gemütlich essen kann. Und wir machen den Adventskalender auf. Den Bier-Adventskalender. Türchen Nummer 6 ist hier neben dem Bierglas. Ah, grün. Grüner, komischer Deckel. Das sieht auf jeden Fall nicht feierlich aus. Und es ist ein Kellerbarre. Ja, von 1842. Keller 1842. Barre Privatbrauerei. Bodensatz bei Naturprodukt üblich, Flasche drehen und schwenken. 4,8%, bittere 2 von 5. Das letzte, was wir am 5. hatten, das war das schlimmste Bier, was ich je hatte. Das war so bitter, dem habe ich 0 von 5 Punkten gegeben bei Geschmack, weil ich das einfach überhaupt gar nicht trinken konnte. Jetzt haben wir hier so ein Etikett. Sieht an sich hell und freundlich aus, ja. Würde mich auch ansprechen, wenn ich das so sehe. Trotzdem hat das jetzt hier wieder so ein, nicht so ein glänzendes Etikett. Das ist wieder hier so matt, das ist wieder so angeraut, das ist wieder so altertümlich. Aber gut, es ist ja auch von 1842. Das Design gefällt mir trotzdem irgendwie, finde ich, macht eine gute Figur. Würde für mich trotzdem aber nur auf 3 Punkte kommen, ja. Das ist so eine Mischung aus dem, was ich mag, was helles, freundliches, plus dem, was ich nicht so mag, was altes, vergammeltes, macht das aber irgendwie sehr stylisch. Also 3 Punkte bei Etikett. Hier steht nochmal Barre dran. Der Deckel ist auch grün. Eigentlich passt das alles insgesamt. Ist jetzt aber auch nichts Atemberaubendes oder richtig Besonderes. Sieht halt einfach aus wie ein Bier. 3 für Etikett. Jetzt müssen wir es einschenken. Müssen uns den Schaum dann angucken. Muss wieder gucken, dass ich das Etikett nach vorne nehme, ja. Wir das jetzt hier reinfüllen. Dieses Barre, was auf jeden Fall schon eine kräftige Farbe hat. Oh mein Gott, ich habe vergessen, das Glas jetzt anzuheben. Jetzt habe ich mir die Hälfte aufs Bein gekippt. Schaum ist wieder kaum vorhanden. Hätte man eher hochschenken müssen, damit das dann mehr schäumt, aber wir wollen ja gar keinen Schaum. Jetzt gucke ich mir das hier an. Und irgendwie mischt sich das so. Hier unten ist es klar, da kannst du durchgucken. Es ist klar und es ist kräftig. Hier oben sieht es aus wie ein Hefeweizen. Dann ist richtig trüb, du kannst gar nicht mehr durchgucken. Wenn das jetzt ein bisschen steht, ich sehe schon, wie das hier runterwandert,
wird das untere, was klar ist, also auch so trüb wie oben. Trüb ist jetzt nicht das, was ich richtig schön vom Aussehen her finde. Ich mag eher klares Bier. Also 5 Punkte nie im Leben. 4 Punkte dadurch auch nicht. Es ist nicht hässlich, es sieht nicht blöd aus. Es gibt, wie gesagt, helles, ausgewaschenes. Das ist kräftiges, aber auch ausgewaschenes, trübes. Für mich also auch wieder nur 3 Punkte. Auch bei der Farbe. Es geht schlimmer, es geht besser, haben wir alles schon gesehen. Schaum bewerten ist immer so eine Sache, kommt halt wirklich drauf an, wie ihr einschenkt. Schaum ist jetzt halt im Prinzip gar nicht mehr da. 3 Etikett, 3 Farbe, wir kommen zum Geruch. Riecht an sich sehr neutral. Die letzten hatten immer so eine extrem süßliche Note, die Bock auf mehr gemacht haben. Das riecht nicht süß, riecht trotzdem bierig. Was ist bierig für einen Geruch? Man weiß es nicht. Riecht aber auch nicht schlecht. Ich würde trotzdem neutral bleiben. Ich würde dem auch einfach eine 3 geben bei Geruch. Ja? Haut mir nicht vom Sockel, macht mir aber jetzt nicht unbedingt Bock auf, muss ich unbedingt haben. 3, 3, 3 bisher. Vielleicht bleibt der Geschmack bei 3, wird wieder richtig räudig oder überzeugt komplett. Wir probieren mal einen kleinen. Sehr leicht, sehr wässrig, aber auch gleich wieder. Ein kräftiger Geschmack ist leider nicht da, aber es ist auch nicht zu bitter. Es hat auch keinen extremen Nachgeschmack. Man hat das ja sonst schon gehabt, du trinkst, du denkst, du trinkst Wasser und im Nachhinein ist das so extrem bitter, dir zieht es alles zusammen. Das wäre was, das kannst du wirklich einfach trinken. Du trinkst und trinkst und trinkst, du denkst, du trinkst Wasser und der Wassergeschmack bleibt auch, weil auch beim Absetzen nichts Bitteres nachkommt, sondern das einfach so leicht bleibt. Es bleibt leicht an der Zunge, leicht im Gaumen. Kann man also gut trinken, ein gutes, süffiges Bier. Dementsprechend würde ich wahrscheinlich doch auch bei der 3 bleiben. Also wenn es mehr Geschmack hätte, könnte es zu 4 hochgehen. Wenn es bitter wäre, könnte es von der 3 runter auf eine 2 oder 1 rutschen. Aber es hält sich genau in der Mitte. Man kann es gut trinken, aber es schmeckt nicht sonderlich bierig. Es ist halt wenig Geschmack, aber wenigstens ist der Geschmack auch nicht richtig eklig. Also 3, 3, 3, 3 bei diesem 1842er Barre. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euch noch einen schönen Nikolaustag. Ich hoffe, ihr habt euren Bart gefunden und eure Mütze. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Guck, wie gut du das trinken konntest einfach. Bei den anderen hat sich alles zusammengezogen. Das ist perfekt. Aber halt nichts Besonderes. Ein Glas Wasser kannst du auch einfach so trinken und ist ja kein Bier. Also.